letzten Video bin ich hier in Geldermalsen ausgestiegen und hier geht es nun weiter. Zunächst mit einem Sprinter Light Train, aber das ist gar nicht das Ziel des heutigen Videos. Mit diesem befahre ich nur das kurze Stück von Geldermalsen nach Thiel. In Thiel steige ich dann in den eigentlichen Zug um und das ist dann ein Stadler GTW von Arriva und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Ja, hier verlassen wir jetzt wieder die Hauptstrecke zwischen Utrecht und Eindhoven und wir fahren jetzt hier erstmal bis nach Thiel. Das ist eine größere Stadt hier, wo dann die Sprinter Light Trains enden und dann geht es weiter mit einem Stadler GTW von Arriva oder eben hier in den Niederlanden auch als Spirit bekannt. Hier haben wir gerade die Betüwe Route unterquert. Das ist die Verbindung für den Güterverkehr zwischen Rotterdam und Deutschland. Und wir kommen jetzt hier nach Thiel. In Thiel endet dieser Zug, wie gesagt, und ich steige aus und um. Hier in den Niederlanden fährt man ja mit einer OV-Chipkarte. Das ist eine Karte für den gesamten Nahverkehr im Land. Und hier muss ich eben gleich einmal bei den Nederlandsen Spoorwegen auschecken. Und dann halte ich den kurz nebendran bei Arriva dran, dann bin ich bei Arriva eingecheckt und habe so wird mein Ticket quasi entwertet. Ich hatte jetzt hier eine Tageskarte, konnte also den ganzen Tag in den Niederlanden fahren. Wenn ich keine Tageskarte habe, bucht dieses System übrigens automatisch den günstigsten Fahrpreis von dieser aufgeladenen OV-Chipkarte ab. Hier sind wir jetzt im Stadler GTW oder Spirit von Arriva unterwegs. Wir gehen hier gerade durch den Teil mit dem Maschinenraum. Hier befinden sich die Motoren. Und ja, hier sehen wir nochmal das Innere des Zuges. Und hier im Gegensatz zu dem Spirit, den ich euch im letzten Video gezeigt habe, gibt es dann auch wieder eine erste Klasse, bestehend aus zwei Vierer-Sitzgruppen mit Ledersitzen, beweglichen Armlehnen, einem kleinen Tisch und Steckdosen. Ich bin hier jetzt unterwegs auf der Betüwe Line. Und die Betüwe Line, das ist die Passagierstrecke zwischen Geldermalsen, Thiel und Elst und von Elst dann weiter nach Arnhem. Hier auf der anderen Seite seht ihr die Betüwe Route, das ist die Güterverkehrsstrecke. Das wird häufig durcheinander gebracht, weil man umgangssprachlich auch die Betüwe Route als Betüwe Line bezeichnet. Offiziell aber eben die Betüwe Linie ist die Bahnstrecke, auf der ich gerade fahre, und die Betüwe Route, das ist die Güterstrecke, die wir jetzt hier auch überqueren. Ja, betrieben wird die Strecke eben von Arriva. Arriva ist ja ein Tochterunternehmen von der Deutschen Bahn. Die haben in den Niederlanden einige Bahnstrecken, hauptsächlich eben Nebenstrecken, und die werden vor allem eben mit den Stadler GTW betrieben. Der Stadler GTW, mit dem ich jetzt unterwegs bin, das ist die Diesel-Variante. Im letzten Video habe ich euch ja bereits die elektrische Variante gezeigt. Hier auf dieser Strecke normal eben Arriva im Einsatz. Ich habe in meinem Fall hier allerdings auch einen Stadler GTW von Breng gesehen, den ich euch ja ganz am Anfang dieser kleinen Niederlande-Serie gezeigt habe. Also der eigentlich gar nicht hier auf dieser Strecke planmäßig vorgesehen, aber war hier in dem Zeitpunkt, wo ich unterwegs war, hier also auch unterwegs. Wir sind hier wieder als Stop-Train unterwegs, das heißt, wir halten hier auch wieder an allen Zwischenbahnhöfen. Hier seht ihr jetzt den Breng GTW, der hier in diesem Fall eben auch auf der Strecke zum Einsatz gekommen ist. Thank you.
Ja, diese Betüvelein ist eigentlich die gesamte Verbindung von diesem und letztem Video, also von Dordrecht über Geldermaßen bis nach Elst. Das ist eigentlich die Betüvel-Linie. Allerdings wird eben der Teil zwischen Dordrecht und Geldermaßen hauptsächlich als Merwede-Lingelein bezeichnet. Und nur dieser Teil wird hier auch noch so als Betüvelein bezeichnet. Hier kommen wir nun zur Bahnstrecke zwischen Nijmegen und Arnhem. Und hier ist der erste Bahnhof entlang dieser Strecke, der Bahnhof von Elst. Und hier bin ich dann auch aus- und umgestiegen und mit einem SGMM weitergefahren. Das habt ihr schon in einem anderen Video gesehen. Das war's dann somit auch für dieses Video und das war jetzt auch der letzte Teil meiner kleinen Niederlande-Serie. Im nächsten Video sind wir dann wieder in Deutschland unterwegs. Wann dieses Video kommt, seht ihr hier auch, von wem die Musik stammt. Ich sag danke fürs Zuschauen und freue mich wie immer über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link und wir sehen uns dann eben im nächsten Video wieder.